Eine Frau, die so in die Welt guckt, so voller Lust und Freude, die ist doch alle Probleme los, oder? Der Krebs begleitet mich bis heute. Er ist nie verschwunden. Er ist immer da, in den Gedanken. Zweimal hat die 55-Jährige den Brustkrebs besiegt. Und Anastasia gibt allen einen praktischen Tipp, dass es nie zur Schockdiagnose kommt. Berlin am Wochenende. Die Sängerin, die Anfang der 2000er mit diesem Song weltberühmt wird, kriegt hier auf der YesCon, Deutschlands größtem Kongress für Krebsbetroffene, diesen Award von MacPoms Ministerpräsidentin Schwesig überreicht. Als Dank und Anerkennung, weil sich der Popstar jahrelang im Kampf gegen Brustkrebs engagiert. All jene von uns, die das durchgemacht haben oder unsere Familienmitglieder, die das gerade durchmachen, brauchen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind und eine Gemeinschaft, die ihnen die Kraft gibt, das alles zu überstehen. Anastasia findet diese Kraft gleich zweimal gegen den Brustkrebs, 2003 und 2013. Heute sagt sie, ohne Freunde und Familie hätte ich das alles nicht verkraftet. Ich habe wirklich ein verdammt gutes Netzwerk an Freunden und Familie. Sie haben mich unterstützt und sie meinten so, wir sind immer für dich da. Ich war ziemlich überwältigt von so viel Liebe und Großherzigkeit. Sofort weiß sie, ich muss andere warnen, die Gefahr zu wenig ernst zu nehmen und Millionen Frauen animieren, rechtzeitig zur Vorsorge zum Arzt zu gehen. Deshalb lässt sich Anastasia in dieser Zeit filmen. Mutig von ihr, aber vor allem selbstlos. Weil sie so versucht, andere vor Leid zu bewahren. Heute hat Anastasia diese, ja, Geschenkidee für all jene, die sagen, ach, Brustkrebs betrifft mich doch nicht, die Vorsorge ist sowieso zu teuer. Der Krebs wartet nicht. Mädels, lasst euch von euren Freunden zu jedem dritten Geburtstag eine Mammographie schenken. Jeder 10-Euro-Beitrag von ihnen kann helfen. Anastasia ist sich sicher, wenn es um eure Gesundheit geht, hilft jeder Freund sehr gern. Der Weltstar wird nicht müde, auf das so wichtige Thema aufmerksam zu machen und ist damit zu Recht ein Vorbild, das jeden Preis verdient hat.